Gehen wir mal in die Richtung. So. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Lalalalalalala. Ich finde persönlich 3 hochzugraben beim Sweet Mining wesentlich besser, weil ich das Gefühl habe, man erfindet dann mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, 3 ist besser. So. La, ich habe natürlich jetzt auch schon über das Thema mit dem Let's Plays geredet. Ich habe heute schon über den Pfarrer, Bischof, Erztypen da geredet. Jetzt habe ich natürlich... Überlegen mal ganz kurz, ob ich vielleicht... noch ein Thema habe. Huch. Schon wieder in der Höhle gelandet. Ich krabbel mal einfach alles ab hier. Kann ja nicht schaden. So. Ich frage mich immer noch, warum ich die Helligkeit nicht hochschrauben kann. Oder runterschrauben. Ich will sie eigentlich runterschrauben, damit es ein bisschen dunkler ist. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Na gut, stimmt mich auch nicht. Irgendwas stirbt da in unserer Nähe. Nicht, dass es mich stören würde, aber interessant zu wissen, wer das wäre. Die Möglichkeit, zu uns zu kommen, hatte derjenige anscheinend nicht. Also von daher interessiert es mich auch nicht. Angenehmen Tod wünsche ich und ja. Grüß deine Verwandten von mir. Oder auch nicht. Und hier sind wir schon auf Bedrock-Niveau. So tief ist das Niveau mittlerweile schon gefallen auf Bedrock, also da fliegst du auch nicht mehr drunter durch, da ist wirklich vorbei dann. So. Was war das denn gerade? Achso, das bin ich. Lalalala. So, dann geht's einfach mal weiter hier. Ich schreibe mich einmal hier durch. Stur, stracks. Weil irgendwann ist die Mine auch mal zu Ende. Und ich glaube, das ist der Fall. Okay, hier ist wieder eine Ader. Mal schauen, was wir diesmal beschenkt werden. Was? Keine Diamanten? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Kennt ihr das, wenn ihr... dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel, also das ist jetzt eher so für die Älteren, glaube ich dann, man ist eine Weile auf Arbeit, man hat eine Weile seine eigene Arbeit und irgendwann fängt man dann doch an zu nölen, dieses sich an irgendwas gewöhnen und sich dann denken, andere haben es besser. Kennt ihr das? Ich kann es schlecht beschreiben. Hatte ich mal eine sehr interessante Diskussion mit meinem Chef darüber, weil der hatte das Gefühl, auch der hat damals, hatte der den perfekten Job sozusagen gefunden, es war alles super, die Arbeitszeiten, bla bla bla. Und irgendwann hat er doch angefangen mit Nölen, aus dem einfachen Grund, weil Menschen halt einfach nie zufrieden sind mit dem, was sie haben. Was? Hä? Wo kommst du denn her? Beruhige dich mal. Hab mich jetzt irgendwie gerade daran erinnert, mit den Diamanten. Und da haben wir auch schon die nächste Lava. Mr. Lava Lava. Okay, dann mache ich mir hier mal ein Stück hin und dann gehen wir zurück. Wir können, glaube ich, direkt, ja, wir können gleich zurückgehen, komplett direkt. Hier ist es, okay, genau. So, hier ist leider nichts. Da sind so Fledermaus, unsere kleine. Ich finde es schade, dass man die nicht tamen kann, muss ich gestehen, weil die sind doch recht süß. So, dann brate ich mir den Spaß da mal ab. Gold habe ich keinen gefunden. Da, klack, 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 klack. Klack, oh, was sind solche Bonzen einfach nur? Uiuiuiui, klack, 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 klack.
Ich frage mich zwar, warum wir zwei Stacks mit Seide haben, aber... Das kann mir, glaube ich, keiner erklären. So, Bogen kommt da rein, Sticks kommt da rein, Angel kommt da rein, das zweite Schwert kann da erst... Obwohl, das lasse ich nicht... Nee, das nehme ich lieber mit. Alter, guck mal hier, wir haben schon... Boah... Ich glaube, da muss ich jetzt schon mal eingreifen. Moment. Das wird jetzt schon zu viel. Eigentlich krass. Aber na gut. So. Und klack, 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 klack. Und dann kommen wir hier... Dann mache ich hier mal 3 Stapel damit und 6 Stapel damit. Und dasselbe mache ich hier, glaube ich. Klack, 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 klack. So. Und hier wieder 3 Stapel. Genau, das sieht schon besser aus, weil dann können wir, glaube ich, ein bisschen mehr farmen. Alter, haben wir schon wieder 12 davon. Hier rein. Und, oh, wir müssen die Hacke reparieren. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das immer noch so billig ist. Ein bisschen teurer ist es geworden. Aber man wird die Hacke auf jeden Fall 1000-mal reparieren können. Also so ist es nicht. Und wenn man dann wirklich irgendwann kann man sich da wirklich dann mal neu erholen. Ich würde es gerade mal so verteilen. Weil ich gucken will, wie viel das aussieht. So, ja, gehört mir den Spaß mal. So 10, 10, 10. Fast. 61, gerade 3 Baller, also wir hatten den Stack voll gerade. Krasse Schokolade. So, 2 daneben geht's weiter. Mit derselben Axt. Alter, ich will nicht wissen, was wir hier noch finden werden jetzt. Durch diese krassen Äxte, die wir jetzt haben. Und die wir ja wirklich, also, ich weiß nicht, die haben wir bestimmt mindestens 10 Mal mindestens. Also, da bin ich sehr sicher. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch hochgesetzt, dass du bis über Level 30 reparieren kannst. Oder, nee, bis Level 40 ging es ja sogar schon, gell? Dass du bis über dieses Maß reparieren kannst, dass es einfach kein Limit mehr gibt. Das wäre schon geil. Weil es ist genau das, was die Jahre immer so scheiße war, sich immer wieder neue Äxte. Ich meine, es ging schon, es war schwer, es ging aber. Aber das würde natürlich... Ah, kann man, glaube ich, zwiegespalten sehen. Einerseits würde es ziemlich vereinfachen, das ist einerseits gut, weil man kann sich halt mehr aufs Bauen konzentrieren. Andererseits ist es natürlich vielleicht doch ein bisschen hinderlich. Ich kann mich mal in die Richtung gerade. Schauen wir, was wir hier finden. So, kurz meiner Nase juckt. Hat man so gut gar nicht gemerkt und ich würde es euch auch nie erzählen, also von daher ist es auch vollkommen egal. So. Hier glaube ich aber auch gleich mal eine Aufnahmepause machen, weil ich wirklich wissen möchte, ich hoffe es wirklich sehr, dass jemand unten die Kommentare schreibt, über was wir vorhin gesprochen hatten. So. Da stirbt jemand ganz nah neben uns, da scheint Lava zu sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Lava ist, sonst wäre er nicht an Lava gestorben. Das scheint jetzt seltsam zu klingen, ist aber so. Meistens stirbt man nur an Lava, wenn auch wirklich Lava in der Nähe ist. Das hat Lava so an sich. Was? Schon wieder? Wie gigantisch ist dieses Höhlensystem bitte? Ich meine nicht, dass ich mich stören würde jetzt, wir finden hier eine Menge Rohstoffe, ohne buddeln zu müssen. Aber, wow, wie groß ist das Höhlensystem? Alter, wie viel Kohle, Alter. Habe ich schon mal erwähnt, dass damit Kohle in Minecraft zugeschüttet wird? Habe ich das schon mal irgendwie so ein bisschen so zwischendrin so mal erzählt? Alter, das wäre noch was, genau, da wollte ich ja noch was erzählen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ein bisschen rumrecherchiert hatte. Und, Alter, das konnte ich...
Das war doch nicht ich, oder? Was soll so aus, als ich das gewesen wäre? Das konnte ich echt nicht glauben, aber es ist anscheinend wirklich so gewesen. Da war so ein Typ, ne? Der hat sich The Boss LPs genannt, ne? Und das war einer dieser Leute, die schreiben dann halt unter Gronkh-Videos drunter: Ja, Gronkh, du bist schon ziemlich cool. Aber hey, guck mal, ich habe einen neuen Kanal. So dieser eine Satz, so, damit man so tut, als wenn man an den Let's Plays von anderen interessiert wäre. Nur um dann dahinterher tausendfach seine Werbung zu klatschen für seinen Kanal oder so. Und das habe ich am Anfang natürlich ignoriert. Und dann ist mir aufgefallen, der Typ ist wirklich unter jedem Gronkh-Video. Unter jedem. Auch bei Sarazar. Und dann habe ich einfach mal aus Langeweile auf den seinen Kanal geklotzt. Und was ich da gesehen habe, war einfach nur ein Kanal, auf dem jedes Let's Play komplett abgekupfert war. Die Beschreibung war gleich, der Titel war gleich, dieses Sternchen, was Gronkh jetzt bei sich reinmacht, um sich ein bisschen abzuheben von der Masse, was ja schön und gut ist, darf er ja gerne. Alles gleich nachgemacht, alles imitiert, in jedem Titel das Wort Gronkh oder Sarazar oder so einen Spaß mit reingepackt hat, so Worte, wo jeder sofort draufklickt, ne? Nur um Klicks zu generieren. Und dann habe ich gesehen, der Typ macht seit einer Woche YouTube und hat 100 Abos. Wofür ich glaube, für 100 Abos habe ich 4 Monate gebraucht oder so. Und da frage ich mich halt echt wieder, ist das wirklich YouTube? Muss ich mich hinstellen? Muss ich mich wirklich hinstellen? Andere Leute nachmachen, das, was andere Leute machen, kopieren? Muss ich mich hinstellen? Irgendwelche, was weiß ich, Brüste in die Thumbnails reinpacken und hinschreiben: Oh, mein erstes Mal. Nur um dann eventuell im Video, keine Ahnung, im Video dann einfach hinzusagen: Es ist mein erstes Mal in der Mine heute. Weißt du, und dann damit so dieses Thumbnail da rechtfertigen. Muss ich so einen Scheiß wirklich haben, um Klicks zu generieren? Ist es wirklich so schlimm auf YouTube, dass, weiß ich, weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen und ich möchte mich ehrlich auf das Video auch nicht, auf das Niveau möchte ich mich auch ehrlich gesagt echt nicht herablassen. Das ist mir, weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach human für diese Welt, um irgendwie, es ist ja nicht mal so, dass ich erfolgreich sein will. Nee, das ist es ja nicht mal. Vielleicht bin ich einfach prinzipiell zu human für diese Welt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber es kann gut sein. Fließt das hier durch? Ich frage mich, warum das manchmal durchfließt. Aber das fließt das jetzt auch durch? Ja, auch. Komisch. Ich gucke nämlich gerade mal seitwärts raus. Aber hier gibt es keine Diamanten. Also geschickter Rückzug, und zwar so hier, weil dann können wir gleich den Rückweg uns graben. Du weißt ich da nicht, wann es Schluss ist. Egal. So, werde ich mich schon mal zur Seite graben. Das passt schon. So, japanische Musik, ach, das gefällt mir. Ich meine, ich habe mir jetzt nicht das Let's Play von dem Typen angeschaut, weil das war mir schon zu blöd, das nur zu sehen. Dass so ein komplett kopierter Kanal ist. Ich weiß nicht. Sind die Leute dann auch so gut, dass man dann sagt, okay, ich abonniere den? Oder sind die nur so, oder ist das nur so, oh ja, der heißt Boss LP, der benimmt sich Macho. Das, also das, ja klar. Man muss nur das Bild vom Kanal gesehen haben, dann wusste man schon, worauf das hinausläuft. Den abonniere ich, der ist voll geil. Der kann mir bestimmt mein Leben erklären, wie es im Leben weitergeht oder so. Weiß nicht, also, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Auch das, wenn ihr da mal mit mir drüber reden wollt, in den Kommentaren, immer wieder gerne Platz. Stimmt, da habe ich auch noch was. Da war, das war vor ein paar Tagen war das, glaube ich. Da hat mich einer angeschrieben in den bei Nachrichten. Ich habe jetzt, guck ab und zu jetzt mal bei Nachrichten wieder rein. Ich versuche mir das irgendwie anzugewöhnen. Und dann war der oder die, ich weiß nicht genau, das war so ein zwiedeutiger Name. Da war der wirklich geschockt, als ich zurückgeschrieben habe. Der war geschockt, weil ich ihm geantwortet habe auf seine Nachricht. Und da war ich auch so, was? Ich meine, gut. Ich meine, gut, wenn man ein großer Let's Player ist, dann kann ich das verstehen. Dann gibt's manchmal, dann hast du halt einfach, wenn dich 50 Leute am Tag anschreiben, dann hast du einfach nicht die Zeit, jede Nachricht zu schreiben. Ich persönlich habe auch schon mehrere Nachrichten an
Krong oder Sarah da geschrieben. Meistens geht's da dann um so Tipps und Tricks, wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß und auf YouTube nichts finde oder so, dann ist mein letzter Ausweg eigentlich meistens, dass ich einfach eine Nachricht an die größeren YouTuber schreibe und hoffe, dass es gelesen wird. Und es ist wirklich so, also ich habe schon ein paar Mal eine Antwort bekommen, selbst vom Gregor. Nur meistens war es dann doch nicht so zufriedenstellend, weil er weiß halt nicht alles, ne? Weiß gar nicht, was ist. Ich habe einmal, als YouTube so rumgespackt hat, habe ich ihn gefragt, ob er solche Probleme auch kennt und ob er weiß, was man gegen tut. Wusste er auch nicht, was zu tun ist, weil dieses YouTube-Spacken ist meistens nicht für alle. Das haben nur manche Leute und dann haben sie beim nächsten Abend wieder andere. Ich weiß ja nicht. Also, naja. So, dann haben wir uns aber gut gegraben hier. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Inventar ist wieder gut voll. So. Und hier scheint schon was zu gedeihen. Ich habe, glaube ich, 4 von jedem aufgestellt. Jetzt sind es ein Rotos gediehen. Ich glaube, es kann auch eine gewisse Masse an Pilzen gedeihen, gell? Ich mach mal... So, machen wir es mal so. Stell ich mal 2 von jedem auf. So, das sollte reichen. So, dann... Das... Ein Eis haben wir noch, das ist nichts Besonderes, das kann ja aber das mal einschmelzen, das ist echt egal. Wir haben so viel Kohle, da können wir uns das ruhig leisten, sich hier so in ein Eisen einzuschmelzen. Und da haben wir schon wieder unsere Bruchsteine, das sammelt sich jedes Mal an, Alter. Boah, das ist krass. Ich mache mir hier mal Erdvorrat, so kommen hier die Erde rein. Und dann kommen hier die Bruchsteine rein, dann kann ich jetzt hier das dahin. Und dann mache ich mir hier mal 4 Holz. So, das, meine lieben Freunde, war's für diese Aufnahme auch erstmal. Auch willkommen. Ja, hallöchen, na dude. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die Kommentare werden diesmal gut gefüllt. Und, Alter, es wird, wow, also was da auch uns zukommt, will ich gar nicht wissen. So, na gut, dann bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss.